kommen wir zu einem ganz besonderen Highlight hier in Naunhof, nämlich das Kurburgmuseum Naunhof. Das erste sächsische Kurburgmuseum in Naunhof befindet sich seit seiner Gründung 1995 im Fachwerkhaus der alten Mädchenschule in der Ungebauer Straße. Der gemeinnützige und ehrenamtlich geführte Verein hat mit seiner Gründerin Helga Schnabel eine interessante Sammlung von über 40 historischen Kurburgwerken aufgebaut. Neben der ständigen Ausstellung wurden in über 25 Jahren 4 Sonderausstellungen und kundgeschichtliche Veranstaltungen durchgeführt. Das Museum ist ein touristischer Anziehungspunkt für unsere Stadt Naunhof und konnte in den Jahren seit der Eröffnung durch den damaligen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf weit über 20.000 Besucher aus dem Innenausland begrüßen. Eine besondere Attraktion ist die Blumenuhr und Kirschkarten hinter dem Museum und natürlich auch der Haltepunkt für die sächsische Postkutsche der Linie Leipzig-Dresden. Nun haben wir wieder einen Kleingartenverein und das ist das Schöne in Naunhof. Wir haben sehr viele Gärten, sehr viele Kleingärten. Der Kleingartenverein Sonnenschein in Pau, der wurde schon im Jahr 1928 als Schreberverein Naunhof e.V. mit 23 Mitgliedern gegründet. Der Verein besteht heute aus 7 einzelnen Anlagen verstreut über ganz Naunhof. Er umfasst ca. 262 Parzellen. Der Verein hat 400 Mitglieder und tolle Arbeiten hier. Die Töpferarbeiten werden zum Beispiel beim Falsch- oder Weihnachtsmarkt präsentiert. Alle, besonders auch junge Menschen, sind herzlich eingeladen. Lassen sich jedenfalls die Bienen nicht verwiesen. Der Imkerverein Umgebung ist 138 Jahre alt. Dieser wurde 1885 vom Naunhofer Apotheker Emil Hersch gegründet. Aktuell umfasst der Verein 52 Mitglieder und 300 Bienenvölker mit ca. 35.000 Bienen pro Volk. Da gibt es einen Bienen. Diese produzieren sage und schreibe 9 Tonnen Honig im Jahr. Bienen bedeuten auch Naturschutz, so auch die Imkerei. Der Verein beteiligt sich an Pflanzen und Bäumen sowie der Pflege von Streuobstwiesen in der Region. Also denkt immer daran, ohne Blumen auf der Wiese geht's der Biene richtig miese. Und jetzt kommt noch etwas von den Tieren, eben von den Fischen. Und da gibt es in Naunhof den Sportfischerverein Naunhof e.V. Der Sportfischerverein Naunhof und Umgebung wurde von 1990 e.V. wurde 1959 ein anderer Verband der DGA gegründet. Der Verein hat 160 Mitglieder. Sein Motto ist immer nah an der Natur. Also, dann gut Fisch oder gut Fang. 1884, Naunhof e.V. Hier kommen Sportler und Sportlerinnen vom TSV 1884. Das ist einer der ältesten Sportvereine in Naunhof und mit seinen Abteilungen Aerobik, Kinder- und Jugend- und Vorschulsport, Gesundheitsturnen, Faustball, Gymnastik und Tischtennis bietet ihr ein vielseitiges Angebot an Freizeit- und Gesundheitssport für Jung und Alt. Ja, im Rahmen des Freizeitsports passend auch für jede Altersgruppe. In diesem Verein haben wir zurzeit 170 Mitglieder. Ganz toll, hier laufen alle Abteilungen mit. Wir sehen den Gesundheitssport, wir sehen die Gymnastikgruppe, wir sehen die Tischtennisspieler. Und dahinter kommt schon der SV Naunhof 1920. Ein Verein, der ja jetzt nur 103 Jahre alt ist. Voriges Jahr konnten wir endlich 100 Jahre Verein feiern. Wir sehen hier fast alle Jugendmannschaften vertreten mit den Trainern und Machern des Vereins. Seit über 100 Jahren wird im Kladewald Fußball gespielt. Viele Höhen und Tiefen hat der Verein in dieser Zeit erlebt. Und dies alles zu benennen, wird mich hier ganz einfach den zeitlichen Rahmen sprengen.
Wir freuen uns darüber, dass wir in diesem Jahr das erste Mal 14 Mannschaften im Spielbetrieb haben. Und das funktioniert natürlich nur mit einem Höchstmaß an Engagement von Trainer, Betreuer, Eltern und Verantwortlichen. Da sagen wir nochmal recht herzlich Danke. Und da steht schon der Tennisplatz Rot-Weiß-Nauenhof. Das sind ja die Nachbarn vom SV Nauenhof. Herzlich willkommen. Der Tennisverein wurde im Jahr 1925 gegründet. Also, da feiern wir nächstes Jahr, in zwei Jahren, Entschuldigung, auch ein großes Fest. Der Tennisverein hat derzeit an die 100 Mitglieder und da spielen natürlich von kleinen und großen Spielern alle den Tennissport. Das können wir immer ganz toll beobachten in der Waldidylle von Gnadewald. Ja, in der Sommersaison 2023 nehmen 7 Mannschaften unseres Vereins am Punktspielbetrieb teil, hat man uns mitgeteilt. Der findet in Sachsen und in ganz Ostdeutschland statt. Es werden auch unterschiedlichste Wettkämpfe und Turniere ausgetragen. Der Verein steht für hochklassischen, leistungsorientierten Sport. Ja, an der Hochschule der Aktivsport Saxonia e.V. Mit seinem Vorsitzenden, Herrn Michael Schramm, mit einem großen Interesse sind Sie gekommen. Ja, wir freuen uns, dass ihr euch heute hier so zahlreich präsentiert und auch so viel Technik mitgebracht habt. Dem Verein ist die Bewegung das A und O zur Gesunderhaltung des Körpers und des Geistes. Und es dreht sich nun bei der Aktivsport Saxonia Club seitdem über 24 Jahren alles darum, wie man den Körper fit halten kann. Ja, ob jung oder alt, mit dem breit aufgestellten Kursangebot bietet der Gesundheits- und Sportverein vom Rehabilitationssport über Karate bis hin zum Vorschulsport für jedermann was Passendes. Gegründet 1999 steht der Verein für Sport, Gemeinschaft und unvergessliche Erlebnisse. Mit stolzen 1100 Mitgliedern sind sie an eine dynamische und leistungsfähige Sportgemeinschaft herangewachsen und sind damit der zweitgrößte Verein aus dem gesamten Landkreis. Sport gemeinsam erleben ist das Motto. Ein nicht wegzudenkendes Standbein des Vereins ist der Gründersport Karate. Den sehen wir hier auf dem ersten LKW. Da werden auch ein paar Vorführungen gezeigt. Ja, und Michael Schramm, der Vereinspräsident, er hat selber über 30 Jahre Erfahrung im Kampfsport und gibt das gerne an seine Sportlerinnen und Sportler weiter. Ja, bei den Karate-Kämpfen sehen Sie auch ein Vize-West-Olympien-Champion 2022 Gewinnerin, nämlich die Anna Wandschneider und die Jessica Krause. Die hat im Jahr 2021 den zweiten Platz beim World Cup in Varna belegt und ein Jahr später den WM-Titel bei den Junioren nach Leipzig geholt. Sie konnte sich zusätzlich nochmal in diesem Jahr den Europameistertitel bei den Frauen erkämpfen.